Hinter vorgehaltener Hand sitzt Josef Fritzl auf der Rückbank eines Busses der österreichischen Justiz. Der 88-jährige Inzestvater ist gerade aus dem Maßnahmenvollzug entlassen worden, gilt laut Landesgericht Krems nicht mehr als gefährlicher Straftäter. Die Verhandlung dauert gerade einmal 28 Minuten. Geht es nach Fritzls Anwältin, ist das Urteil aber nur der erste Schritt. Er wird jetzt einmal in den Normalvollzug überstellt worden. Die Richterin hat schon Auflagen erteilt, nämlich dass er alle 3 Monate sich einer psychiatrischen Begutachtung unterzieht und dass er regelmäßig die Psychotherapie weitermacht. Und das wird man in den nächsten Monaten jetzt beobachten. Und dann werde ich, wahrscheinlich erst in einem Jahr, muss ich dazu sagen, wieder einen Antrag stellen, dass er endgültig aus der Haft entlassen wird. Das Monster von Amstetten, bald auf freiem Fuß. 24 Jahre hält Josef Fritzl seine eigene Tochter im Keller seines Hauses gefangen, vergewaltigt sie 1000-fach, zeugt mit ihr 7 Kinder. Erst als eines von ihnen 2008 krank wird und ins Krankenhaus muss, werden Fritzls Gräueltaten aufgedeckt. 2009 wird er festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. In Anbetracht der Verbrechen, die er begangen hat, ohne jetzt irgendwie das herunterzuspielen, glaube ich ganz einfach, dass die Voraussetzungen hier wirklich vorhanden sind, weil eben doch die Mindeststrafdauer schon überschritten ist. Ja, Mindeststrafdauer bei der lebenslangen Haftstrafe ist ja 15 Jahre und nächstes Jahr werden es dann schon 17 Jahre sein. Hinzu kommt natürlich auch noch das hohe Alter und auch der gewissermaßen körperliche und geistige Abbau. Auch das sind alles Argumente, die für eine Entlassung in absehbarer Zeit sprechen. Nach 2 Stunden im Gerichtsgebäude wird Josef Fritzl zurück ins Gefängnis gebracht. Seiner Anwältin bereut er seine Taten sehr. Er sei dement und keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit.